Also ich sag mal eins, reich sein ist sowas von geil. Ich habe einen fetten Sportwagen, keine Sorgen, genug Geld. Was soll mir bitteschön noch passieren? Da kann eine ganze Menge passieren. Und zwar kann man sein Geld verlieren, indem man im Internet ziemlich viele Sachen bestellt. Mario Kart Wii U Bundle, Deutschlandhut, olivgrüne Winterjacken, natürlich für 59,99 €. Football reduziert, natürlich direkt. Riesengroßes Lochi-Cover von der Bravo, direkt kaufen. Geil! Ein paar Blumen können auch noch da sein. Und eine Rolle Panzertape, um alles zusammen zu tapen. So, das nimmt mir niemand mehr weg. 4.379 €? Geht vollkommen klar. Ja, Freunde, da müsst ihr nämlich ganz schön gut aufpassen. Eine andere Möglichkeit, sein Geld zu vernichten, ist ganz viele Monatsabos abzuschließen. Ihr kennt es. Was, Bitcoin? Hallo! Jetzt ist Zeit, ja, ein paar Monatsabos zu holen. Es gibt so viele coole Sachen. Gespannt. Oh mein Gott, Netflix brauchen wir unbedingt. Da können wir sehr unbedingt. 49,99 €? Perfekt. Okay, Alter. Amazon Prime. Dann können die Sachen viel schneller geliefert werden. Direkt. Am selben Tag manchmal. 70 €. Spotify für gute Musik. Das ist sowieso klar, ne? Geil. Stimmt, für unbedingt. Perfekte Sportabende. Unbedingt. Aber, warte mal, Chris. Kannst du es überhaupt leisten? Ich muss mal kurz gucken. Also im nächsten Monat könnte ich es mir noch leisten. Ja, das ist alles perfekt. Ja. Ihr seht es, auch hier muss man aufpassen, aber es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, und zwar, wenn man sein Glück erzwingen möchte und einfach nicht seine Grenzen kennt. Jo, wir haben immer noch kein Geld, aber es ist die beste Möglichkeit, wie wir welches bekommen. Lotto spielen. Chris, es gibt ungefähr Millionen von Möglichkeiten, hier die Zahlen einzutragen. Ja, und dafür habe ich mir auch was überlegt. Ganz viele Lottoscheine. Und die füllen wir jetzt aus. Das Ganze nur noch abgeben. So viel Geld für den Kack ausgegeben, wir haben noch 500 € Miete zu zahlen. Tja, das waren jetzt beispielhaft nur drei Möglichkeiten, wie ihr euer Geld verbrennen könnt. Aber natürlich gibt es auch die Gegenseite, das Reichwerden. Und ich glaube, der Großteil von euch interessiert sich dafür, damit er so ein Leben führen kann, wie ich es euch am Anfang von mir gezeigt habe. Und das ist gar nicht so schwer. Zum Beispiel spielt man Lotto und hat dann ausnahmsweise mal Glück. Los auf der Welt, aber kommen wir nun erstmal zu den Lottozahlen. Das wären diesmal die 1, 2, die 3. Oh, und die 4, die 5 und die 7. Ist es diesmal nicht, es ist die 6. It was at this moment Jackson knew he is rich. No time. But come on, mind, I'll be working to a deadline. Eine andere Möglichkeit, Zaster zu machen, ist es, eine Frau zu heiraten, die etwas älter ist als ihr. Ein bisschen viel älter als ihr. Und die eine Menge Geld auf der Bank hat. Und natürlich der wichtigste Schritt, ihr macht das aus Liebe zu ihr. Sekunde, du bist eine wirklich wunderschöne Frau. Findest du echt? Ja, aber natürlich, auf jeden Fall, guck dich doch mal an. Und du liebst wirklich nicht nur die Millionen auf meinem Konto? Nein, nur deinen wundervollen Charakter. Das ist so herzergreifend. Der aber wirklich profitabelste Weg ist es, eine Firma zu gründen, denn die wirft monatlich Geld ab, anstatt dass man einen riesen Batzen bekommt, wenn man zum Beispiel im Lotto gewinnt oder etwas erbt. Wir müssen eine Firma gründen. Was brauchen wir? Wir brauchen irgendwas mit Firma. Wir brauchen erstmal Mitarbeiter, okay? Genau, genau. Mitarbeiter. Wie viele? Viele. Viele, genau. Und Standpunkte? Viele. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Patty, wir heben Technik auf ein neues Level. Jetzt brauchen wir noch ein Logo. Wir nehmen irgendwas richtig Cooles, was so richtig abgespaced. Nee, so ein Apfel. Oder ein Apfel mit dem Bisch drin. Das ist es. Yeah.
Man muss aber auch zugeben, es ist nicht wirklich einfach, reich zu werden. Denn zuallererst muss man das Grundprinzip verstehen. Und das ist, einen Überblick über sein Geld zu haben. Denn wenn ich keine Ahnung habe, wie viel ich investieren bzw. ausgeben kann, ist es ziemlich schnell weg. Weil wenn ich mir einfach 20 Ferraris kaufe, bin ich sehr sicher danach pleite. Und eine Idee, die einen über Nacht zum Millionär macht, so dass man genug Geld hat, um sich alles leisten zu können, die haben auch nur die wenigsten. Und diesen Überblick über sein Geld kann jetzt jeder ganz einfach mit der Mobox-App bekommen. Wobei ich sagen muss, dass meine Erfahrung damit echt positiv sind. Zum Beispiel wird einem immer der nächste Geldautomat angezeigt. Dann gibt es eine Foto-Upload-Funktion, mit der man Bilder von seinen Wünschen hochladen kann, auf die man gerade spart. Was ziemlich motivierend ist, weil das Ganze nochmal visuell dargestellt wird. Man bekommt immer und überall seinen Kontostand angezeigt, was ziemlich nice und hilfreich ist. Und was auch noch richtig cool ist, man kann weltweit kostenlos Bargeld abheben mit der Girocard oder Visa Prepaid-Karte. Und jetzt ganz wichtig, Freunde, die Mobox-App gibt es nur zum Junior Giro. Das ist ein Girokonto der Comdirect Bank für unter 18-Jährige, was vollkommen kostenlos ist. Und für diejenigen, die jetzt sagen, Chris, du bist doch über 18, das stimmt, ich werde 23, aber ich habe für das Video auch einen speziellen Zugang bekommen und in erster Linie richtet es sich wirklich an die unter 18-Jährigen da draußen. Und ich weiß, dass ein Großteil meiner Zuschauer zu dieser Gruppe gehört und deswegen fand ich diese Kooperation auch ziemlich nice und stehe da voll dahinter, denn ich finde, je älter man wird, desto wichtiger wird der Umgang mit Geld, beziehungsweise, dass man einen guten Überblick darüber bekommt. Und dabei kann die App meiner Meinung nach ziemlich gut behilflich sein, das heißt, jeder von euch, der sich jetzt wirklich dafür interessiert, findet alle Links und Informationen dazu in der Videobeschreibung. Sprecht eure Eltern einfach mal kurz drauf an. Mit ihnen könnt ihr nämlich kostenlos dieses Konto eröffnen. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, hilft euch der Kundenservice. Den könnt ihr auch gerne jederzeit kontaktieren. Und dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dürft ihr mir gerne ein Däumchen nach oben geben und den Kanal abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dankeschön an Marspad und Marc, die mir beim Video geholfen haben. Und dann würde ich mal sagen, sieht man sich beim nächsten Video. Tschaußen!